Videos, Smartphones und digitale Tafeln. Am niederbayerischen St. Gotthard-Gymnasium gehört Kreide der Vergangenheit an. Was halten die Schüler davon? Dass wir da selber sehr viel machen können und das ist eigentlich das Schönste drauf. Ich finde es eine Abwechslung von Unterricht. Also es gibt einfach mehr Stoff im Unterricht und kannst es besser verstehen. Zur technischen Ausstattung gehören Dokumentenkameras, interaktive Whiteboards und Medientheken. Dort stöpselt sich jeder mit seinem eigenen Gerät ein und spielt zum Beispiel ein Video ab. Das ist ein guter Einstieg immer oder in jeder Phase der Unterrichtsstunde kann man es gut verwenden und motiviert sie in der Regel. Man darf es natürlich nicht übertreiben. Auf analog soll auch nicht verzichtet werden. Das ist eine Mischung und ich muss mir immer für die einzelne Stelle überlegen, macht es Sinn, hier die digitalen Medien einzubauen. Beispielsweise um Dinge zu veranschaulichen oder Schüler individuell zu betreuen. Also der Lerneffekt für den Schüler ist sicher am größten, wenn er wirklich noch mit Stift auf Papier schreibt. Aber es gibt halt sinnvolle Sachen zu ergänzen. Ist auch eine interessante Interaktion zwischen Schüler und Lehrer. Dass Schüler an manchen Stellen kompetenter sind im Umgang damit wie Lehrer und dann der Schüler plötzlich in der Rolle ist, zu sagen, ich zeige es meinem Lehrer, wie es geht. Also das ist ganz spannend. Und da denke ich, muss man jetzt einfach Zeit lassen, das wachsen zu lassen. Die Schüler stehen auf jeden Fall dahinter. Ich finde, man kann es überall brauchen, weil man braucht überall etwas Abwechslung. Man kann nicht immer das Gleiche tun, dann wird es langweilig.